Ja, mein Name ist Hanna Schlubeck und ich bin Panflötistin. Das ist sicherlich ein sehr außergewöhnlicher Beruf. Also ich spiele Panflöte in Konzerten, gebe Unterricht, gebe Seminare und das ist mein Beruf. Ich bin Musikerin, freischaffende Musikerin. Jean-Claude Marat ist ein Panflötist aus Südfrankreich, der in den 70er Jahren begonnen hat, Konzerte zu geben und eigentlich quasi parallel zu George Zamfir, der eigentlich so dem König der rumänischen Panflöte, wenn man ihn denn so bezeichnen kann, Konzerte gegeben hat mit seiner sehr eigenen Musik. Und das Besondere bei Jean-Claude Marat ist, dass er eigentlich nur seine eigene Musik gespielt hat in seinen Konzerten und alles basiert auf Improvisationen. Jean-Claude Marat hat Unmengen an Aufnahmen gemacht, er hat unglaublich viele Konzerte gegeben, aber er ist eben jetzt schon länger in Rente. Er hat sein eigenes Label gehabt, das gibt es nicht mehr. Seine Musik existiert quasi jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich mich entschlossen, zu schauen, was dieser Musik ist möglich aufzuschreiben. Vor allem in der Kombination Panflöte und Orgel, die ich gerade auch bei seinen Stücken am stärksten finde. Und bin jetzt eben dabei, sozusagen die Highlights, die auch für das Publikum sicherlich sehr interessant sind, aufzuschreiben, als Noten zusammenzufassen, herauszugeben, aber auch eben wieder dann in Form von Aufnahmen sozusagen wieder zur Verfügung zu stellen.